herzlich willkommen bei RCKs und Co. Wir machen heute das Review vom Apsima AMT 3.4. Ich habe gedacht, also an sich denke ich mal, dass ihr schon wisst, dass das Auto eine Katastrophe ist. Das hat man, glaube ich, so in den letzten Videos auch gesehen. Aber ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt einfach nochmal ein zusammenfassendes Video, weil das halt in jedem Video so ein bisschen verteilt war, die Probleme. Und ja, würde ich sagen, beginnen wir. Hat jetzt auch mal seine Garagenkaro drauf, wo ich beim Unboxing von Max ausgepackt habe. So, also, das größte Problem ist einfach die Front. Also, da frage ich mich jedes Mal, wenn ich das Problem habe, also eigentlich habe ich es dauerhaft, was sich Apsima bei gedacht hat. Aber es ist halt einfach so, dass sie, das sieht man hier ja, oh, ne, man sieht es nicht. Jetzt sieht man es. Sie haben hier schönes Blech drauf gemacht. An sich ist das einfach die Chassisplatte, die dann hier vorne endet. Und dann sitzt von oben der Frontbumper drauf mit zwei Schrauben. Also das sind auch nicht mehr die originalen. Zwei Schrauben ist es dann fest. Und das Blech ist eben an den vier Diff-Schrauben, an den zwei von der Servoaufhängung und eben die zwei fest. Die haben sich aber nichts bei gedacht, wenn man mal einen Sprung macht oder so, dass man eventuell mal so landet, also quasi so schön vorne drauf, hat keiner mitgedacht und dementsprechend ist das Blech einfach zu kurz. Wenn du so einen Sprung machst, biegt sich das nach hinten und immer weiter nach hinten, bis sich dann die zwei Schrauben rausziehen. Deshalb ist hier auch so ein recht deutiger Knick drin hier, weil sich das halt dann immer nach hinten biegt. Da habe ich auch im Dirtpark, ja. Und in dem Video mit der Schrottkarre, also mit dem Auto, da hat man es ja auch gesehen, dass das Blech dann komplett nach hinten steht. Also das ist halt einfach reine Katastrophe. Dementsprechend ist mir da auch ein Stück von der Chassisplatte abgebrochen. Vielleicht blende ich euch hier mal ein Bild ein, wo man das sieht, wo das Blech ab ist, wo das passiert ist. Ja, was auch sehr seltsam war, dass einfach mal hier bei der Stoßstangenaufhängung einfach mal ein Stück abgebrochen ist. Also ja, was halt so ein ganz großes Problem ist bei dem Ding, dass es knattert. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe ja vorne und hinten mal Stiff aufgemacht, auch in dem Video. Er hat komplett Stahlantrieb, sogar das HZ, also Hauptzahnrad ist aus Stahl. Und er knattert halt einfach trotzdem, weil allein... Klar, jetzt ist Vorführeffekt, jetzt knattert er nicht. Er knattert wirklich nicht mehr. Nee, komm. Na gut. Scheinbar knattert er nicht mehr. Vielleicht hat er sich jetzt beruhigt. Muss ich es mal wieder fahren, das Auto. Aber ja, an sich, die Reifen, wo ich sie gerade so sehe, sind eigentlich ziemlich gut. Also das Profil gefällt mir. Haben eigentlich auch kein Problem, dass sie irgendwie von der Felge runtergehen. Die werden bloß schon brüchig. Egal. Ja, was halt auch noch so ein Problem war, also das erste Problem, was der hatte, war eigentlich das Servo, dass der nicht mehr funktioniert hat. Da haben wir dann eingeschickt an Apsima und die haben gesagt, okay, ist Servogetriebe kaputt, sie reparieren es auf Kulanz. Aber das Problem war, also da war der gleiche Servo drin wie im AW1. Das Problem war aber, dass sie den nicht mehr auf Lager hatten, den Originalen. Und dementsprechend haben sie dann den Servo eingebaut. Einer mit Metallgetriebe, glaube ich. Und anstatt 6 Kilo, glaube ich, 16 Kilo oder so. Da kann man sich ja schon bei denken. Also, ja, ziemlich stärker halt. Dementsprechend ist mir dann auch direkt bei der ersten Fahrt, wo er dann wieder hier war, das Teilchen hier abgerissen, weil das quasi so gegen das Servogehäuse, das da gegen das Servogehäuse geschlagen ist, weil eben der Lenkeinschlag einfach zu weit eingestellt war quasi. Und der Servo ist einfach auch vom Gehäuse her ein Stück größer als normal. Ja, dann habe ich es halt wieder eingeschickt. Dann haben sie mir das Teil noch ausgetauscht, aber den Servo natürlich nicht. Das wollte ich eigentlich. Dann hat die Schraube hier gefehlt, deshalb ist da auch eine andere drin als so eine eigentliche. Was auch dann komisch war von denen aus, dass der Servosaver ziemlich weich war, den habe ich dann ganz hart gemacht, dass er auch auf der Stelle lenkt, weil eigentlich konntest du es vergessen, mit dem Ding zu lenken, weil der einfach nur während der Fahrt, also am besten eigentlich, wenn er rückwärts gefahren ist, hat er dann eingelenkt, aber an sich, ansonsten war es einfach viel zu weich.
Also, ja, hier sieht man auch schon, habe ich auch andere Karo-Schutz drauf gemacht, aber es sind eigentlich so Schaumstoffringe drauf, die sind aber teilweise einfach durchgerissen. Hier sieht man ja auch, wie durchgenudelt die schon sind, also eigentlich, ja, nicht so interessant. Ansonsten, Federung finde ich gewöhnungsbedürftig, also hinten ist er eigentlich ziemlich hart. Ich habe jetzt nirgends Federn. Vorspanner drin oder zu runtergeschraubt, also an sich weicher geht sie nicht und Federn tut hier eigentlich nichts. Die Kamera wackelt auch schon. Also ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, ansonsten, ach so, genau. Das erste Problem war ja eigentlich, dass die Karo quasi aufgerissen ist. Das war mein erstes Problem. Dass sie quasi, warte mal, ich nehme mal die eigentliche Fahrkarre. Das ist halt richtig. Also da frage ich mich auch, was hat sich Absima bei gedacht? Das muss man auf jeden Fall dann auch ändern, wenn man sich das Fahrzeug kauft. Also ich würde es erst recht gar nicht kaufen. Der kostet, glaube ich, neu momentan 245, wenn ich mich nicht vertan habe, oder 254. Um die 240 rum halt. Ja. Das meine ich, dass einfach die Stoßstange weiter drin ist als die Karo. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz gut. Und wenn der jetzt ein Wheelie macht, was er eigentlich nur auf 3S macht, auf 3S sagt ja Absima, dass er hohl dreht quasi. Nee, auf 3, das war sogar auf 2S. Ich bin halt auf einer Wiese gefahren, da waren halt so, also es war nicht so eine richtige Wiese, waren halt so Hubbel. Und dann hat er halt auf 2S sogar, habe ich dann Vollgas gegeben. Er hat halt Wheelie gemacht und hat sich quasi hinten mit der Karo dann in so einem Hubbel eingehängt. Also die Karospinte waren alle drin. Und jetzt ist sie eigentlich, sieht gerade recht flexibel aus hier. Aber damals war sie scheinbar nicht so flexibel. Und dann hat es einfach, oder, aua. Dann hat es einfach komplett hier, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, hier komplett einen Riss. Keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht mal. Auf jeden Fall ein bisschen das Fenster einen Riss reingemacht in die Karo. Und, oh, ja, dann habe ich mich halt bei Absima beschwert. Die haben gesagt, ja, können sie nichts dafür. Und sie haben halt auch keine Wheelie-Bar, die eigentlich zu dem Fahrzeug gehört. Dann haben wir halt bei Absima diese Monster Truck Wheelie-Bar bestellt. Und ich habe halt gedacht, okay, die kriegen wir irgendwie da dran. Aber an sich, ich hatte die dann dran. Aber halt nicht so praktisch, weil das einfach, das ist total doof. Also. Die ist dann halt lose geworden und so. Ich muss da nochmal gucken, ob ich da nochmal was hinkriege, dass ich sie vielleicht doch dran mache. Aber ja, doch, eigentlich müsste ich die schon noch dran kriegen. Aber das ist auch, also da musst du dann irgendwie ein Blech machen oder irgendwas. Ja, dann habe ich, was dann komisch war, ich habe dann die Karo eigentlich geklebt und wo ich dann eben das Fahrzeug eingeschickt habe, zur. Also beim ersten Mal einschicken war es dann noch die alte Karo, wegen dem Servo, also nicht wegen der Karo. Und dann habe ich es eben, dann kam sie wieder mit der, kam er wieder mit der alten Karo, also mit der zerrissenen. Da war dann wahrscheinlich der Servo getauscht. Dann habe ich ihn wieder eingeschickt, weil das Teil kaputt gegangen ist. Dann kam er mit dieser Karo, die jetzt hier drauf ist quasi. Und die war irgendwie so ein bisschen zerkratzt, ein paar braune Flecken hatte sie. Und also das ist jetzt die und die andere habe ich nicht mehr. Also die, wo kommt denn den Riss drin hat, die habe ich nicht mehr, haben sie behalten. Ich meine, ja, was beschwere ich mich jetzt, aber ist halt so. Und die Karo sieht ja auch schon ziemlich benutzt aus, ist sie auch. Beim Lucian habe ich da auch einiges angestellt, hier vorne zum Beispiel. Hier seitlich, Man sieht's, glaube ich. Also so. Sieht sie eigentlich aus und so sieht sie hier aus, weil ich im Urlaub die Karo gewaschen habe. Und dann war es halt recht kalt, dann habe ich sie vor so einen Heizlüfter gestellt, vielleicht in so einem Abstand. Und klar, dann schmilzt halt die Karo mal ein. Das ist hier passiert, aber ich finde, es sieht eigentlich ganz cool aus, wie so ein seitlicher Unfall. Ja, und das kann ich immer wieder dem Lucian verdanken. Der hat einfach, wo er bei mir war, mit Panzerklebeband, wie man ja sieht, die ganze Karo ausgekleidet. An sich finde ich eigentlich ziemlich gut, die ist flexibel. Mal die andere holen. Die ist noch weicher, also die, da merkst du einfach, wenn du die so biegst, die ist viel weicher und viel wabbeliger. Die ist halt jetzt ein bisschen verstärkt. Dafür ist sie halt auch recht schwer, aber
Ja, was eigentlich auch krass ist, wie die Karos ausgeblichen sind. Ja, das erkennt man, glaube ich, auch an der Kamera. Ja. Also die benutze ich eigentlich wirklich bloß für die Garage, weil wenn ich die einmal drauf mache, dann sehe ich sowieso schon, dass sie Kratzer kriegt. Ja, also gut, Karo ist halt, ja, Fehlkonstruktion eigentlich auch, weil sie einfach unstabil ist. Nicht wie bei Draxas, wo sie ein schönes Gestell innen drin hat, sondern einfach so. Dann eben das Ding hier hinten, also wir fassen jetzt nochmal alles zusammen, dass die Stoßstange einfach weiter drin ist als die Karo, ist halt eine Fehlkonstruktion, weil wie gesagt, wenn du Wheelie machst, reißt die raus. Am besten dann beim Wheelie fahren einfach ohne Karo-Clips, also bei 3S ohne Karo-Clips, weil wenn du dann eben Wheelie machst, dann geht die Karo so ab. Das ist eigentlich ganz gut, wenn du halt einen Sprung machst, fliegt sie durch die Gegend, ist jetzt nicht so gut, aber ja. Dann eben das Problem vorne, sorry für den Lärm, mit dem Blech. Aber ich mache da bald auch eine Reparatur. Also ich tausche dann die ganze Chassisplatte aus und POS Frontbumper kommt dran. Und die zwei Aufhängungen vom Querlenker werden auch ausgetauscht, weil die auch kaputt gegangen sind. Und dann denke ich mal, dann werden wir ja sehen, ob es doch was bringt, ob das dann gute Tuning-Teile sind, sage ich mal, damit das Auto stabil ist. Aber so wie es OVP kommt, kann man damit definitiv keine Sprünge machen und keine Wheelies, sondern einfach nur auf 2S 55 km/h fahren. Mehr kriegt er auch nicht hin. Auf der Box steht 60, 55, schafft er mit 2S. Mit 3S habe ich bis jetzt vielleicht 60, 65. Muss ich auf jeden Fall, wenn ich ihn dann repariert habe, muss ich jetzt auch mal gucken, ob er noch knattert. Auf 3S machen wir dann im Sommer oder im Frühling wieder einen Speedrun und dann gucken wir mal, ob wir mal die 80 schaffen. Also, hinten Fehlkonstruktion, vorne Fehlkonstruktion. Das mit dem Servo lag wahrscheinlich schon an uns, also an mir. So Getriebe geht halt mal kaputt, wenn du halt mal zu hart aufkommst oder so nach einem Sprung. Aber ich meine, ich habe da keine riesen Sprünge gemacht, weil es ist ja Apsima. Aber ja, kann man sich immer noch drum streiten, wer dran schuld ist. Was auch noch seltsam ist, dass eigentlich, wenn man jetzt mit einem GH von Apsima, also mit einem Greenhorn, ein Akku fährt, stört hier, also ist das Akkufach einfach falsch gemacht für den Akku, weil hier quasi die Kabel dann dran quetschen. Und das tut den Kabel natürlich nicht so gut, deshalb habe ich das mit dem Seitenschneider ein bisschen ausgepetzt. Jetzt habe ich sowieso einen M-Line-Akku, da ist es dann besser. Aber ja, das frage ich mich auch. Also nicht mal für die eigenen Akkus gut. Aber naja. Also, dann denke ich mal, wisst ihr jetzt Bescheid, was man für 245 Euro für einen Schrott hier bekommt. Ja, wenn ihr das Auto habt, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, falls ihr es habt. Und schreibt auch Fragen in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Oder wenn ich euch mal Link zu dem Frontbumper schicken soll oder so, schreibt es einfach rein. Und ich denke, das war's dann jetzt mit dem Auto. Wir werden es auf jeden Fall schon noch ein paar Mal fahren. Ist jetzt einfach nicht das Beste, aber für 245 Euro würde ich es nicht machen. Für 150 vielleicht, aber für 245. Macht keinen Sinn. Naja. Also gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein erstes Review-Video. Lasst ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um die Reparatur zum Beispiel nicht zu verpassen oder weitere geile Stunts, vor allem im Max, mit dem AMT kriegst du da ja nichts hin. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei RC Cars & Co. Tschö mit Ö.